Hammer von jemandem. Willst du mal eine Bauernregel haben? Ja. Fäkalsprache. Sting die Fummel im Monat August, dann fick ins Maul und zwischen die Brust. Das Maul zu groß und die Brust zu klein, dann schiebe ihn am besten ins Arschloch hinein. Wenn es denn so sein soll. Hoffentlich hast du es gemerkt. Ja. Da hat man so schlaue Sachen drauf. Ja. Nein, das ist eine Bauernregel. Ja, ja. Das ist eine Bauernregel. Ja. Hm? Ich mich. Das kann man löschen, das war geschnitten. Gell? Ja, ja, sonst kriegst du Ärger. Sonst kriege ich ja schon wieder noch einen schlechten Ruf, wie ich hab, geht ja fast nicht. Ja, würde ich mich nicht drum stören. Mich sowieso nicht. Du glaub mir, das ist vorbei. Ich hasse nicht Bezi. Was denken dann die Leute von mir? Das ist ja, die das Leute, die ich mir ausdenke, das soll ich schon lange aufgeben. Das ist die Freiheit auch, wenn du da überhaupt, und das geht erst, wenn du kein Ego mehr hast. Das, was rebelliert, ist dein Ego, das sich nicht nimmt. Du fühlst einfach, was du schreibst, da braucht man gar nicht Ja, überlegen. Das ist wirklich, es ist so. Das ist nur, so. Ich gebe dir nur die Tipps, wie es funktioniert. So. Ja. Das ist nur, es ist so einfach. Ja. Und wie gesagt, Wissen ist immer wieder, wie ich sage, mit dem Kochen. Wenn ich koche und sage, super, kocht. Ich koche so wenig wie der Kochtopf. Es passiert, es kocht mit mir. Also, ja. Wenn du findest es super, bedanke dich bei dem Es, dass es gekocht hat. Und wenn Scheiße schwenkt, beschwer dich bei Es. Mit dem Kochtopf nichts zu tun. Und dann wirst du irgendwann merken, wieso bewundere ich eigentlich einen Goethe? Ist der Goethe im Prinzip nichts anderes wie der Kugelschreiber? Warum bewundere ich nicht den Geist, der das dem Goethe zuspricht? Genau, ganz genau. Aber bin das nicht ich? Bestimme ich nicht, dass der Goethe diese total tollen Gedichte geschrieben hat? Aber wieso bestimme ich das? Was lässt mich das einfallen? Und ich merke, die Kette geht in die andere Richtung. Zumindest noch mal so weit und dann ist er Black. Aber du wirst merken, es geht noch unendlich weiter, wenn du mal anfängst, in die andere Richtung zu marschieren. Da muss ich und umso das Großartige mehr sein. Nochmal, Marion, ich erkläre dir nicht, wie genial der Udo ist, den du dir jetzt ausdenkst. Von der Marion. Ich erkläre nicht, wie genial der Udo ist, den du dir ausdenkst. Ich versuche dir als Udo in deinen Traum zu erklären, wie genial der Geist ist, der sich so einen genialen Udo ausdenken kann. Also das ist mein tiefstes Inneres. Und das ist immer wieder dieser Geist, den ich das jetzt erzähle. Und der wirst du erst, wenn du dich erhebst und der Beobachter wirst, wo du natürlich durchaus eine Perspektive siehst, hast du um alle Masten durchschaut, siehst du alle gleichzeitig. Das ist die Fähigkeit und die Vollkommenheit. Und das ist zum 100. Mal, da ist nicht mehr das Bedürfnis, eine Traumwelt zu retten. Es ist das Bedürfnis, Licht wach zu werden. Kann man nicht zu niemandem mitnehmen. Nee. Und verlieren tust du dadurch nichts. Das ist das Verrückte. Das ist Verlieren, das ist so eine Fehlinterpretation. Das ist immer wieder, entweder bist du eins und wenn du was hast, hast du es verloren. Aus dem Bewusstsein herausgestellt, aus dir heraus verloren. Ja, aber das bleibt nicht lang außen, es fällt immer wieder, spätestens wenn du an was anderes denkst, fällt es wieder in dich rein und doch der andere Gedanke. So einfache Metaphern. Und ein Ego, das sich massiv dagegen wehrt, lange Zeit wird es wieder raumzeitig gesprochen. Irgendwann wird es klein und dann wirst du eben nicht mehr das Ego haben, sondern einfach erkennen, was ist. Und dann ist eher das ganz anders. Die ganzen Fragen stellen sich nicht mehr. Wie ich immer wieder sage, deine persönlichen Probleme plus die Probleme der Welt, die du mit deiner persönlichen Logik dir ausdenkst, die lassen sich so leicht lösen, wie ein Dreistrichzeichen. Wenn du es nicht weißt, wie es geht, sagt jeder, unmöglich, unmöglich, wie soll man die Probleme lösen? Zeige ich dir die Lösung, zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht. Wieso? Nein, mein Steiß. Du Steißbein haben wir jetzt auch mal auseinandergenommen, ne? Steißbein. 33 Rindenwirbel plus Steißbein. Ja. 33, immer wieder. Ich sag, also Leute, angenommen, das still, wir setzen uns hin an den Computer und dann machen wir nur den menschlichen Körper, wie er ihn beschrieben wird. Ja. Schädel ist ja schon ganz, ganz grob. Ganz grob der Schädel am Anfang von, von der Hologrammatik. Mhm. Und du kannst auch dann die ganzen lateinischen Namen, wenn du Medizinbücher nimmst. Und alles, du wirst merken, es ist die Hand zum Beispiel auch in der Hologrammatik. Grammatik, die Knochenaufbau. Ich mache dir das durch die ganzen Medizinbücher durch und du merkst, der Körper baut nur auf Sprache auf und auf Worten auf innerhalb dieses Systems, wo das Ganze beschrieben wird. Es ist einfach nur Programm. Es ist eine unendliche göttliche Arithmetik. Auf der Ebene liege ich so ein bisschen. Und da geht wieder, du musst es keinen erklären können. Spaß. Du kriegst immer mehr und jetzt ist es, du hast alle Zeit der Welt. Das ist es, du verlierst dich immer mehr in dein Denken und du wirst neugierig wieder wie ein Kind, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder.
Und jetzt ist es, jetzt lernst du nicht für eine Prüfung, du lernst nicht für ein Diplom, du lernst für dich. Ja, es ist und jetzt pass auf, ein Kind, das lernt, das neugierig selber erforscht, das irre ist, es will in keinster Weise, hat es einen, verschwendet es einen Gedanken, das darf ich nicht vergessen oder das muss ich mir merken. Das musst du wirklich, wenn ich jetzt als Kind was Erforschung rumspiele, neugierig und wenn ich dann was rauskriege, dann freue ich mich, wenn ich das rauskriege und jetzt nicht, hoffentlich vergesse ich das nicht. Und dann mache ich das Nächste. Dann wende ich mich im Nächsten zu, weil dann ist der Mord, sag ich was, du hast es herausgekriegt. Die ganze Scheiße beginnt erst in der Schule, weil ich darf es ja nicht vergessen, weil wenn ich abfange, muss ich es ja wissen, immer wieder dieses Festhalten, dieses Besitzen und all dieser ganze Schwachsinn der materialistischen Sichtweise, wohlgemerkt meiner, die ich ein Leben lang hatte. Es ist nicht, dass da irgendjemand was vorgeworfen wird. Es ist einfach, ich durchschaue die Fehler in meinem bisherigen Denken, die sich nie in Frage gestellt hat. Und das Leben wird immer leichter. Und es ist umso mehr, wenn es jetzt kommst, ja, dann wieder durch diese Sorge, schau dir die Vögel an. Es ist jeden Tag genug da. Und das ist immer mit, geht einher mit einer Demut, dass ich immer, wenn ich als Udo sage, wenn ich wirklich ein Problem habe, ist immer wieder jetzt auch, es wird besser, ich bessere mich. Das ist das, egal wo ich hingehe, unser Kühlschrank ist immer voll. Seit 17 Jahren und ich sage dann immer wieder, boah, wir können das fast nicht wegessen, ich kann ja nichts wegschmeißen. Das ist so ein Nachkrieg, ihr seid ja, was ja, wir sind eine Nachkriegsgeneration. Und dann muss ich, bei uns wird fast nichts wegschmeißen. Und dann muss ich immer wieder, was ich sage, ob ich jetzt das in das Loch reinschmeiße, im Mülleimer oder in das Loch. Ja, wenn es reinschmeißt, ist es weg. Dann ist es weg. Aber so denke ich auch. Ja, das ist mir logisch, aber da merke ich, ich bin ja so schwach oft, ich kann da immer nicht. Das ist so, da ist, und dann soll ich muss mich nicht verbiegen. Na, mach das jetzt ironisch. Ja. Und ich sage immer wieder, dass das Ganze, es ist wirklich, wenn du dich reduzierst und jetzt ganz, was jetzt ganz wichtig ist, viele, die Udo öfters hören, die wissen das. Wenn du glücklich werden willst, musst du dir jetzt erst einmal klar machen, was benötigst du zum Glücklichsein, was benötigst du wirklich. Und ich sage dir, solange du jetzt dieser Mensch, dieser Trockennasenaffe bist, du kannst nicht glücklich sein, wenn du einen Durst hast. Mhm. Um dieses Problem abzustellen, reicht ein Wasserhahn. Du kannst nicht glücklich sein, wenn du einen Hunger hast. Ja. Aber ich sage dazu, du kannst dich mit so wenig ernähren und wenn du kochen kannst, köstlich, und du brauchst ein Loch im Winter, wo du reinkriegst, dass du den Arsch nicht abfrierst. Wie das aussieht oder was reicht, wenn es warm ist. Und wenn das ist, dass du nicht frierst, nicht hungerst und nicht Durst leidest, dann ist eigentlich schon alles da, dass du glücklich sein kannst. Außer du fängst, außer du vergleichst dich permanent und das ist das nach oben vergleichen und dann kommt dieses unendliche Aufblähen, das ohne das geht es ja nicht mehr. Und ihr wisst immer, erst wenn ich mich von was abhängig gemacht habe, ohne Handys, versuche mal Jugendlichen das Handy wegzunehmen. Das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Ihr könnt jetzt viele Beispiele machen, jetzt mache ich wieder mit Katapultieren uns zurück 20 Jahre, da hat es keine gegeben, die hat auch keiner vermisst. Weil was ich nicht kenne, kann ich nicht vermissen. Wir haben nicht mal ein Telefon gehabt vor 20 Jahren. Ich habe immer mehr. Wir hatten ein Geschäft, da kann man ja viel reden. Mit dem Osten kann man unheimlich reden, ob das besser oder schlechter war. Und ich sage immer wieder, wenn du beweglich bist, geistig, wirst du immer sagen, es wiegt sich das Plus und das Minus auf. Wo viele immer wieder sehen, das ist die Entmündigung der Freiheit. Ich habe übrigens hier schon in den 80er Jahren, habe ich bei mir im Laden so die Leute schon gesagt, jetzt als Udo, aber in einem ganz anderen, in einem Kontext, aber immer anklingend, wo viele jetzt, wo Hubi oder so, wo ihn Udo von früher kennen, die immer sagen, du mir kriegst das, du hast selbst damals schon alles gesagt, da war ich noch nicht der Menschensohn oder was, sondern einfach bloß der Freund, der aufklärt, wo ich gesagt habe, ihr werdet irgendwann einmal in der Zukunft begreifen, dass diese freie Welt, in der du dich befindest, diese Bundesrepublik Deutschland, dass jetzt zurzeit die Menschen wesentlich unfreier sind wie in der DDR oder im Nazireich. Ja. Die Genialität besteht bloß darin, dass ihr es nicht mehr mitkriegt, weil die euch permanent suggeriert wird, dass ihr so frei seid. Dieses reine, komplette Entmündigung der Meinung, des Geschmacks. Und ich habe das einfach nur angesprochen, wo immer wieder war. Und jetzt sind einige, wir sagen, jetzt haben wir begriffen, was du eigentlich meinst. Das ist so immer wieder dieses zwanghafte sich anpassen müssen und wo dann natürlich dann immer mit den Hören sorgen. Jeder hat seine eigene Perspektive. Ich weiß jetzt hier, ich nenne jetzt das einfach mal Hans, der war im Osten Ingenieur und dann ist die Mauer gefallen und dann ist mit Holofiling, der war in Almenau oben, wo dann der Hans immer, der war dann in Ellingen im Baumarkt bei mir. Und dann sagt der Hans zu mir, du, ich bin Ingenieur, das, was jetzt hier alles ist,
keine Frage, ich bin im Osten groß geworden, mir ist da nicht allzu schlecht gegangen. Aber das, was hier aufgespielt wird mit Nazi-Bespitzelungen, mit Stasi-Bespitzelungen, all das Zeug, sagt der Hans zu mir, sagt der Udo, ich schwöre dir, das ist in meinem Nahfeld, man wusste das zwar alles, aber so wie das hochgebauscht wird, ich weiß das eigentlich erst, dass das war, seit die Mauer gefallen ist. Ja, ist klar. Und weißt du, was ich zu ihm gesagt habe? Der Buschfunk. Ich kenne es auch bloß aus den Nachrichten. Ja, ja. Es ist immer wieder nur das, was wirklich so. Immer nur das, was jetzt ans Tageslicht kommt. Ja. Das große Problem ist, was du nicht denkst, ist nicht. Das ist keine Frage, aber was überhaupt kein Thema nicht ist. Das ist, was viele sagen hier, ob jetzt das Nachbarschaftshilfe und das Zeug. Das ist alles mit kaputt gegangen. Das ist, der Westen ist knallhart, darum so es ist. Ja, immer wieder, ist wo ich auch ironisch dann sage, ganz schlecht war er ja nicht. Auch das wo viele immer wieder mal zieht hoch und wie weit dieses Dogma ist. Ne? Und wohlgemerkt ist immer wieder auch immer aber das Nachlesen des Nazis. Die Nachbarschaft zählt, weil sie kann jetzt auch in unserer Umwelt passen, die Nachbarschaft. Die halten sowas von zu sagen. Ja, ja, nein, immer wieder, es ist so viel Facetten. Aber ich meine immer wieder die Extreme und da ist das Große ist, dass natürlich das Extreme in dort dieses, glaubt mir, dieses in heutigen Tag, wenn jetzt manche hier mit Mels, was ich jetzt nicht mitkriege, so vor Diana, Österreich und Redo in der Schweiz, wo die Inge dann immer von mir, wenn die Mels schicken, und Inge dann schon gesagt hat, wenn die mir Mels schicken, ich kann 80% der YouTube-Videos nicht aufmachen. Mhm. Was jetzt ganz einfach ist, wenn der Redo in der Schweiz ist, der hat YouTube und die Diana hat YouTube, wie wir auch YouTube haben. Bloß in Österreich und in der Schweiz ist eine Unmenge an Videos, die bei uns gar nicht angezeigt werden. Das weiß er in der Schweiz nicht. Der hat YouTube, wie du YouTube auf, sagt, ach, das ist schön, klickt sie das rein und schickt das. Die Inge und der Udo kriegt nicht und sagt, kann ich nicht, wer kann. Wir sind in so einem unendlich freien Deutschland. Ja. Und es ist dann plötzlich, was dann noch viel schlimmer ist, du kannst drehen und wenden, wie du willst. Dann ist immer wieder die Sache, öffentlich, Gegenpartei, irgendwas, nur ein Hauch zu erwähnen, dass die Geschichte nicht stimmt. Das mit YouTube, das läuft unter Zensurkontrolle oder was? Ja, nein, die sind in Deutschland gesperrt. Das ist ganz normal. Ja, ja, wirklich 80% hier von dem, was die schicken, was schön ist. Die gehen dann auch nicht auf. Die gehen nicht, die kennen ja, 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 so und das ist das Witz, wenn der Redo oder Diana aus Österreich, wenn die das schicken, die sehen das nicht, was in Deutschland nicht aufgeht, weil das sind wie du YouTube machst. Und er schickt halt das. Aber in Deutschland gehen die nicht auf. Wobei in Deutschland die es gar nicht anzeigt werden. Also in Deutschland kannst du die erst gar nicht anklicken, weil die nicht in der Liste sind, aber der hat die Liste und da sind viele mehr. Da gibt es natürlich auch einen Drittel, ne, das mit GEMA hängt das zusammen. Aber das ist immer wieder das GEMA und jetzt kommen dann auch die Gespräche mit Urheber und ich sage immer wieder, da muss dir eins klar sein, wenn du da so gescheit bist. Die Ehre gebührt dem, der es erfunden hat und es ist nicht der Kugelschreiber, der es hinschreibt. Das heißt, jeder Musiker, ich sage, du hast es von mir, als Gott jetzt, ich habe es dir einfallen lassen, du hast es umsonst, wieso schenkst du es nicht weiter? Ja. Ja. Und das findest du übrigens auch in Gesprächen mit Gott, wenn man den Welch nimmt. Ja, immer wieder im Gott, wo in einem Band, wo es losgeht, wo es dann hast, wieso verdienst du eigentlich Millionen mit meinem? Ich wollte dich ja überhaupt nicht und hin und her. Und ja, der Verlag hat mir doch das angeboten. Ich sage, du hast es auch umsonst ins Internet stecken. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, weil jeder muss ja seine Rolle spielen. Es geht von dir Geist, wenn du bewusst was lesen tust, fällt es dir auf. Und ich kenne von den Vorträgen, wo ich gehabt, wie die Gespräche mit Gott kommen sind, wo dann plötzlich welche kommen und sagen, ja, in Gespräche mit Gott heißt, du darfst kein Fleisch essen und du darfst nicht rauchen. Ja. Und da soll ich es erst einmal ins Klar zu machen, ich bin Gott und ich sage auch, in Gespräche mit Gott spricht Gott. Aber verwechsel nicht das, was Gott spricht, mit dem, was Donald Welch interpretiert. Das ist ganz klar. Und ich sage, die Gespräche mit Gott sind super. Und jetzt zeigst du mir bitte, wo ich als Gott in Gespräche mit Gott gesagt habe, du darfst kein Fleisch essen und du darfst nicht rauchen. Ich sage, zeig's mir einfach. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals behauptet hätte. Und da ist natürlich, dann zungen die Stelle raus und immer wieder, wenn du das liest, ich will jetzt das nicht zitieren, dass genau das Gegenteil drin steht. Der Trick, der hier angewendet wird, den findest du im Finanzamtbrief, den Du bist ich. Wenn ihr euch grob erinnert, das ist die Stelle mit den Fragen setzen. Dass ich Fragen stelle und dann ist ganz einfach, wo ich dann schreibe, wenn Sie sich jetzt auf die Fragen, ich weise Sie darauf hin, hinter jedem der obigen Sätze ist ein Fragezeichen gestanden. Wenn Sie sich jetzt selber Antworten darauf gegeben haben und Sie glauben, das ist meine Meinung, nee, ich frage Sie doch, das ist ein Fragezeichen dahinter. Ja. Okay? Ja.
Und das ist also hier immer wieder, auch da kommt dieses Prinzip der Frage, Sätze, wo einer, der das liest, meint, Gott behauptet es. Nein, er stellt Fragen. Das ist immer wieder so eine Sache, dass du von Augenblick zu Augenblick deine Information veränderst. Und wenn du dieses Stück rohes Fleisch isst, wirst du dann freier zum Beispiel. Und das immer auch mit dem Rauchen. Es hängt rein von deinem Kontext ab, ob das gut oder ob das schlecht ist. Immer dein Wissenssystem, ja. Und das ist rein aus der Luft gegriffen, einer von vielen Möglichkeiten. Und sobald einer was anders behauptet, bekämpfst du den. Weil du deine Seite am Leben halten willst, weil du meinst, wenn der andere die andere Seite stimmt, dann stimmt ja meine Seite nicht. Und jetzt sind wir wieder beim Dassenbeispiel. Hast du nur dieses Beispiel einmal in der Tiefe verstanden? Und ich sage jeden normalen Menschen jetzt in deinem Traum, wo du das Dassenbeispiel erklärst, fragst, als Dasse. Kann das jeder nachvollziehen, dass jeder ein bisschen Recht hat. Aber du wirst merken, was du für einen massiven Widerstand kriegst, wenn du sagst, so, und jetzt setz mal für die Dasse das Wort Religion oder Politik. Ist rechtslichtig oder ist linksrichtig? Ja, ja. Und dann was, na, das kann man nicht vergleichen. Ja. Das kann man ja nicht vergleichen. Und dann merkst du, jetzt fällt die Jalousierung, das kannst du schon vergessen. Und nur einer, der sagt, stimmt ja eigentlich, so habe ich das ja noch nie gesehen. Das ist das neugierige Kind. Hinter der Maske ist der Geist. Da kannst du nachhaken. Aber sobald einer sagt, das kann man nicht vergleichen, in dem Moment, wo du den überzeugen willst, das ist wie wenn du einem Papagei versuchst zu erklären, was die Worte bedeuten, die er ausstößt. Hast du nicht verstanden. Das ist so ganz einfach für dich selber. Und so wächst Geist. Und wie gesagt, immer wieder, wo ich sage, mit Sprachen, spiel einfach. Lass dich überraschen. Für mich ist das einzige Wichtige, dass der Beobachter in dir wächst. Und was Informationen sind, die kommen und gehen. Ob du immer was ständig wiederholst, ob du das Wiederholen als angenehm empfindest oder als ekelhaft. Die sagen, wie lange dauert es noch immer wieder jeden Morgen dieselbe Scheiße? Andere sagen, juhu, ich bin wieder da, ich bin gespannt, was ich heute erlebe. Ja. Ja, es ist so, das ist auch, das ist vollkommen gleichgültig. Aber das ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes sekundär. Was ist das, was immer ist? Was immer sein wird, das ist, wo ich sage, du Geist, der du mir jetzt so hast, die garantiere ich, du wirst dieses Ich niemals mehr verlieren in aller Ewigkeit, unabhängig was hinter was für Maske du dich setzt. Du warst übrigens schon immer. Das ist auch so ein Ding, Unendlichkeit, das ist im Moment noch nicht so greifbar. Es ist überhaupt nicht, das ist das, in Ich Bin, du hast es ja schon, wenn du ein Du bist nicht, wenn du dir über Unendlichkeit Gedanken machst, das wird dich in eine Bewegung versetzen. Das ist in eine Bewegung versetzen. Unendlich eben, und jetzt ist es immer wieder unendlich, unendlich. Du kennst dieses ganze Sachen, dass die Unendlichkeit nicht das Gegenteil ist von endlich, sondern unendlich ist alles, endlich ist eine kleine Facette davon. Ja. Und dass hier plötzlich das Jetzt dauert ewig lange. Aber lange ist jetzt. Jetzt ist ein Punkt. Das ist L. Das L ist ewig. Das ist das Entscheidende. Entscheiden hast, jegliche Scheidung hebt sich in L auf. Die Tasse ist die Summe von Henkel rechts, Henkel links, Henkel oben. Das Wetter ist die Summe von vielen verschiedenen Sachen. In einem gewissen Maß ist das Wetter das L. Für diese ganzen Facetten, die du Wetter nennst. W-Et, die verbundene Zeit. Und dieses Hin- und Herwogen von Gedanken, wie gesagt, Geist in L, als Ding an sich, die Erdkugel, die du dir jetzt denkst, ist als Ding an sich genauso unendlich klein, winzig nichts, wie das Sandkorn oder das Atom. Es sind Vorstellungen, man nennt es Ideen. Griechische Idee heißt Erscheinung, Gestalt, äußere Erscheinung. Ist nicht letztendlich alles Idee? Ja. Die göttliche Öffnung sehen, oder wie? J, D, die göttliche Endung. Du hast es in der Hand. Ja. Alles da immer, wird immer beweglicher, wo du merkst jetzt mit Hebräisch-Deutsch, dass das dann selbsterklärend wird. Freilich. Und da wirst du immer kleiner und umso mehr du das spielst, umso größer dein Wortschatz wird, umso leichter kannst du das Ganze verknüpfen. Wenn du Interesse hast. Und ich sage, ich kann es auch lieben, ohne das zu wissen.
Geht mit Vertrauen. Aber das ist irgendwann, macht es auf Dauer nicht satt und dann kommt wieder die kindliche Neugier. Ich sag, das ist, und erst wenn du es mit Spaß machst, dann lernst du aus dir heraus, nicht für irgendjemand anderen, nicht für Prüfung, nicht für Erfolg, nicht weil, sondern nur der Freude wegen. Kein Zwang. Es gibt nichts Geileres wie Verstehen. Und wie gesagt, dann will man 20 Bücher gleichzeitig lesen und merkt der Beobachter schon wieder, du bist ungeduldig. Verdammt nochmal, du hast alle Zeit der Welt. Querlesen nennt sich das. Immer springt, was dich interessiert. Ich sage, mach einfach das. Merke ich hier bei der Andrea, jetzt hat sie Lorber, dann bringe ich mir das. Ich will doch die Lorberzast durchmachen. Und das ist ja reichlich, wenn du den ganzen Lorber lesen tust. Nee, das ist für mich nicht. Ha? Für mich nicht. Wenn du Zeit hast, das Schöne, wenn immer bei mir da steht. Ich will immer, wenn ich mache mal mir Ding und setze wieder ein Udo aus für euch, immer als Metapher, wart ja bei mir schon kurz. Das ist übrigens bei weitem nicht, wie ich umzogen bin, ich habe fast doppelt an Bücher gehabt, was die Leute eigentlich erschiert, weil ich sage, Bücher, jeder Professor hat auf dem Bücher steht. Da kann die auch sagen, was in den Büchern vielleicht manchmal ansatzweise drin steht. Aber das, was halt auf den Zeilen gelesen drin steht, wie gesagt, wenn wir da mal hingehen, wenn ich Bücher nehme, die sind ja da, ich brauche die eh nicht. Ich zeige, wie unterschiedlichste Themen zwischen den Zeilen verknüpft werden. Mhm. Und wie interessant es ist, auch Auslegungen. Aber was jetzt irre ist, wenn man meine kennt, wie die angestrichen sind, jetzt noch viel schlimmer wie die Wörterbücher, dass also hier alle Bücher, wo bei mir drinstehen, da ist nicht eins, wo ich jetzt rein subjektiv mindestens 3-4 Mal durch habe. Das siehst du an die Farben, auf dieser Kaffrühe kann ich, was ein Stift da ist, wo du siehst, wo man mal dreimal was gestrichen ist, nicht weil ich, sondern ich streiche es durch und wenn ich es wieder lese, mache ich nochmal. Zeit ist immer sehr relativ, du bist in einem anderen Zeitraum hin. Wo ich auch schon Erklärungen gegeben habe, wenn zwischen diesen Augen zu und Augen aufmachen, das ist immer gleich. Inceptions, der Film Inceptions. Könnt ihr, oder? Das sind auch immer, wo ich sage, ich habe mehrere Male mich hingesetzt und den angeschaut und dann Szenen erklärt und wo viele gesagt haben, habe ich schon zweimal gesehen, weiß ich, was dir neben ausgeht, wenn du nicht aufpasst, was eigentlich drin ist, wenn du jede Szene dir Gedanken machst. Gilt für jeden guten Film, Auftrag des Teufels, Matrix ja sowieso. Das ist immer wieder, wenn du so Fragen stellst, wenn die reinsinken, ist ja Traum in Traum in Traum in Traum. Was hier, nicht, dass der wegglitscht. Das ist ja nicht wie beide Umfallen. In welchem Umfall ist man weniger? Pass auf, was das große Problem ist, bei Septions, auch bei Sterling Flo am Anfang, dass die immer ausgehen, dass die oberste Ebene eine materielle Welt ist, in der du erst dann bist, wenn du aus dem Traum aufgewacht bist. Und das ist die Falle. Ist wenn du wach wirst, ist keine materielle Welt mehr da. Ja. Das, die meinen immer, bin ich jetzt wach oder bin ich nicht wach? Solange du materielle Welt siehst, bist du immer in einem Traum. Die geistige Welt ist ganz anders. Aber was es hier geht, wenn du reinsinkst, wird ja die Zeit immer langsamer. Traum in Traum ist auch immer wieder, wenn du im Traum bist, läuft die Zeit langsamer, was oben eine Stunde ist, ist dann ein Tag. Mhm. Wenn du im Traum in einem Traum bist, was ein Tag ist, ist ein Monat. Du kennst das Prinzip. Und jetzt ist es doch, wenn du ganz unten im Limbus bist, wenn die reingehen, wo die Zeit ja ganz langsam verläuft, dann blende doch die Kamera in die obere Welt, wo die mit dem Auto die Brücke runtergehen und es steht doch in der Luft still. Mhm. Und ich sage dann immer, pass auf, jetzt hast du doch gehört, dass umso weiter du runterkommst, umso langsamer die Zeit, läuft die Zeit. Wieso ist, wenn oben die obere Welt gezeigt wird, keine Bewegung da? Wieso steht die still? Es ist ja genau umgekehrt, es läuft doch unten die Zeit langsamer. Und das ist das große Problem, wenn du einen Film anschaust. Haben wir noch mal was Bier? Wenn du einen Film anschaust, ist es ja so, dass du gewiss, wenn ich jetzt spreche, ein gewisses Geschwindigkeitsgefühl hast. Wenn jetzt die in den Film drehen und du sagst, wir wechseln jetzt von dem in die erste Traubebene, wo alles langsamer läuft, wenn man das jetzt 1:1 machen müsste, dann müsste ja der Film langsamer, das wird ja keiner mehr anschauen wollen. Das ist das Erste, was dir bewusst werden muss. Du weißt jetzt zwar, da haben wir eine gewisse Zeit, wir gehen in den ersten Raum, wo praktisch eine Stunde, eine Woche dauert, irgendwie, aber während du den Film siehst, weißt du, ich bin jetzt im Traum, aber das Sprechen, die Zeit läuft für dich, das Zeitgefühl gleich weiter. Jetzt gehst du in den Traum, in einen Traum, wo die Zeit noch langsamer läuft, aber wenn du dann noch eine Stiefel drunter bist, sprechen die trotzdem immer noch gleich. Das heißt, dein Taktgefühl, das du als Zuschauer hast, obwohl du weißt, dass das länger ist, bleibt gleich. Okay? Und dadurch passiert genau das Umgekehrte. Das heißt, wir machen mal ganz krass, was in der ersten Wirklichkeit eine Sekunde ist. Sagen wir, ist auf der ersten Ebene eine Stunde. Wobei für dich das Zeitgefühl gleich ist. Der Zeitakt ist auf der Welt genauso. Und wenn du jetzt da langsamer gehst, was jetzt buff, buff, buff länger dauert, läuft für dich trotzdem zack, zack, zack.
Okay? Mhm. Und wenn du dann noch weiter runter gehst, dann musst du wissen, wenn ich jetzt meinetwegen sage, die Sekunde oben oder die Stunde oben ist unten eine Woche oder ein Monat, was du im selben Zeitakt ziehst, musst du wissen, du befindest dich auf der unteren Ebene. Tack, tack, tack. Und du schaust jetzt von der unteren Zeitebene für 2 Sekunden nach oben, dann sind hier die 2 Sekunden unten, wenn du das auf 4 Monate oder was aufdehnst, ist oben nur wirklich ein ganz kurzer Moment, weil das ja unten extrem gedehnt ist und darum hast du oben, dass das steht. Aber was viel wichtiger ist in dem ganzen Denken, dass wenn du wach wirst, ich mache jetzt mal wieder Udo-Geschichte, die ihr wahrscheinlich nicht von einem Vortrag kennt, wie ich die Offenbarungen geschrieben habe, dass ich immer wieder, wo ich euch gesagt habe, ich schlafe eh nicht, ich liege eigentlich da, ich habe die Augen zu und bin immer, wenn du mich anklickst, eigentlich immer wach, ich grübe immer was nach. Mhm. Ich nenne das die Zwischenwelt. Mhm. Die Zwischenwelt ist, du kannst die nachvollziehen. Mhm. Wenn du mit Realität konfrontiert wirst, bist du in der Vergessenheit, das habe ich euch erklärt. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel die Augen zumachst und dich beobachtest, wie du einfach über was nachdenkst, weil das Erste, was dir auffällt, es ist dir nicht möglich, an irgendwas zu denken, ohne dabei in deinem Kopf zu sprechen. Das passiert sogar, wenn du mal bewusst bist, wenn du auf dem Klo bist, sagst du, Klodeckel hochheben, Klopapier abziehen, 2 Dinge, wieso ich jetzt 3 Nummer, das ist zu viel. Es plappert in einem fort in dir. Und die Worte machen die Bilder, was natürlich immer synchron ist. Ja. Beim Kochen, egal was du machst, erst wenn du sprichst, kriegst du das Bild. Es ist niemals, wenn du bewusst die Augen zu hast, sobald du die Augen zu hast und du beobachtest dich, es gibt keine Vorstellungen, ohne dass du synchron sprichst. Erst die Worte, die du denkst, werden auch zu Vorstellungen. Das heißt, es gibt keine Vorstellungen ohne Worte. Jetzt kannst du sagen, ja, die Welt ist ja auch dann da, wenn ich nicht an Worte denke. Es ist dasselbe, bloß jetzt bist du, weil du so konzentriert bist, hast du das komplett aus den Augen verloren. Und jetzt passt auf, ein Phänomen bei mir, das war, wie ich bin du geschrieben habe, dass du natürlich, wenn du schreibst, an was arbeitest, egal wie, dass du, wenn du nicht schreibst, auch, was mache ich da, wie drücke ich das aus, wie könnte ich das formulieren, ich will was ausdrücken und muss das jetzt erst einmal ein bisschen machen. Ich hatte überhaupt niemals das Problem, auch bei Updates schreiben, wo manche kommen, als diese genialen Verknüpfungen, so Leute, ich kann jeden Tag 100 Updates schreiben, was ich im Kopf habe. Mein Problem ist nicht, dass ich nicht weiß, was ich schreiben soll, sondern von dem unheimlichen Zeug, was nur ein Gedanke in meinem Kopf ist, was mache ich, dass ich euch nicht überfordere. Und das ist immer sehr diszipliniert. Erinnert euch einmal jetzt an meine Updates. Das ist immer wieder, müsst ihr jetzt selber urteilen, wie ihr macht. Ich wollte immer die Grenze finden, dass ich viel reinpacke, aber nicht überlade. Ich könnte jetzt nur mal für euch eine E-Mail-Adresse, Thomas Rennings oder Maitreya, der so übermäßig auffächert, dass es gar keinen Spaß macht zum Anschauen. Da kann man sich auch reinsteichern. Aber das ist, man kann was überladen. Ich will euch ja nicht überfordern. Es ist gerade die Grenze, dass ich euch anspanne zu denken. Und das ist das System, das man wirklich, wenn man es einmal verstanden hat, mit dem Fall rot-blau, ist es doch, Marion, dass man irgendwann einmal, ist das so logisch und einfach? Und das ist einmal, es geht um eine Vereinfachung, wir wollen das nicht komplizieren. Und darum erkläre ich auch dann, wenn ich die Farben langsam einführe, dass ich sage, wenn einer das nicht kennt, das einfache System, klingt es unendlich kompliziert. Wenn ich es kenne, merke ich, dass hier auf ein simples System zwischen den Zeilen so viel mit reingepackt ist, was dir beim Schwarz-Weiß-Lesen nicht auffällt. Und sind wir mal ehrlich, Marion, wenn man hier anfängt, ich sage mal, die Schwarz-Weiß-Schriften, dann ein bisschen Farbe und dann kommen dann die letzten jetzt, wie ich die letzten Bücher gemacht habe, dass wenn man das gewohnt ist und du liest dann wieder Schwarz-Weiß-Schrift, dass das du das fast nicht mehr lesen kannst, dass du vor selber gehst kannst, weil dir fällt irgendwas. Ja. Das sind ja auch noch ganz andere Sachen, ne? Das sind ja immer dieses Kursiv und das Unterstrichen. Das hat es ja in sich, wenn man das mal abschreibt, dann habe ich es ja gemerkt. Ne? Das ist immer, und wie gesagt, da kann man spielen. Und das am Anfang war ich aber in der Letzte, wo ich dann immer wieder sage, Mama, schreibe ich, dann habe ich ja mal ein Buch zum Beispiel, wo ich nur die Klammern immer rot gemacht habe, als geistige Anregung, was ich dann durch auch in der Klammer dann die Farben gesetzt habe. Mhm. Ich habe immer dann immer noch ein bisschen zugemacht. Aber worum es jetzt geht, wir kommen zurück, dass ich, also hier, wie ich das Ich Bin du geschrieben habe, dass man dich vorm Aufstehen, wenn du, ich liege im Bett und ich grübel nach und dann kommt irgend so ein Mensch, Mama, hat man, das ist jetzt schön, das ist ein gutes Beispiel, das schreibe ich dann. Mhm. Und dann stehe ich auf, setze mich am Computer und das Einzige, ich wusste noch, dass ich hier irgendwie im Bett morgens eine super Idee hatte und es war weg. Right. So, Mensch, kriegst du jetzt Alzheimer? Und da, ich flechte jetzt, bevor ich weitermache, nochmal was ein. Ich sage immer, das ist hochinteressant. Ich kann dich jetzt eine Frage stellen und da kannst du spontan was zu sagen, das weiß ich nicht.
ich will jetzt da nicht im Detail, aber es gibt Sachen, wo, wenn man dich fragt, sagst du von Spontan, das weiß ich nicht, weil da brauche ich gar nicht überlegen, das weiß ich nicht, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Dann gibt es, ich kann dir Fragen stellen, wo du jetzt sagst, das habe ich mit Sicherheit schon mal gewusst. Ja, ich habe es gehört, aber ich weiß jetzt nicht, ja genau. Das kommt zuerst, das weiß ich, das habe ich schon mal gewusst, ich brauche aber gar nicht mehr überlegen, das wird mir nicht einfallen. Ja. Und jetzt kommt die Thema, das liegt mir auf der Zunge. Genau. Das ist dieses Gefühl, dass ich alles weiß, ich weiß es 100%, ich bin mir sicher, es fällt mir wieder ein, bloß jetzt nicht. Mhm. Und das ist ja hartnäckig, wenn man dann will, dann kommt sie ja sowieso nicht. Ja. Okay, und jetzt pass auf. Wenn wir das abgehakt haben, ich gehe zurück. Ich wusste, da war was. Mhm. Ich wusste nicht mal, den nächsten Tag wieder, ich habe wieder eine super Idee. Ich stehe auf, ich gehe auf den Klo, Zähne putzen, waschen, zack, auf den Computer setzen. Pass auf. Ist nein, nein, immer morgens? Hör zu. Nein, nein, die Lösung ist ganz anders. Mhm. Jetzt ist es halt so, und das passiert dann ein paar Mal, dann sage ich, verdammt nochmal, jetzt egal, ich lege jetzt einen Zettel ans Bett hin. Genau, und ihr wisst ja die Eselsbrücke. Das heißt, wenn ich einen Witz, man weiß ja, wie oft, Mensch, der Witz fällt mir jetzt nicht ein, dann reicht das Stichwort, dann ist es ja wieder da. Klar, und ich lege mir jetzt einen Zettel hin, und wenn ich jetzt dann immer aufstehe, ist es ja da, und dann schreibe ich mir ein Stichwort auf, und dann weiß ich das ja. Und da habe ich dann eine Erfahrung gemacht, eine Inception-Erfahrung. Mhm. Dass hier, in dem Moment, wo ich liege und denke, ich habe immer das gleiche Zeitaktgefühl. Mhm. In dem Moment, wo ich die Augen aufmache und Materie entsteht, ohne dass du das merkst, bin ich in einer komplett anderen Denkgeschwindigkeit. Ja. Denk an Film, Exceptions, die unterhalten sich, jetzt weißt du, klatsch, jetzt sind sie im Traum, läuft ja, wenn die sprechen, die Zeit gleich weiter. Mhm. Aber wir wissen ja, sobald du im Traum bist, ist das, was oben eine Stunde dauert und eine Woche dauert. Mhm. Okay? Ja. Und jetzt macht es gespiegelt, ich denke mir, und es ist für mich so wie ein Gag, wie ein schöner Reim, ein ganz kleines Beispiel, ich liege da, ich habe die Augen, ich denke das, oh, das schreibe ich dann auf, ich mache die Augen auf, ich stehe auf, ich mache das, und dann war es ja vergessen. Und jetzt kommt genau der Übergang, den du zeitlich nicht merkst, dass sich der Zeitakt verändert. Mit dem Öffnen, sobald Materie da ist, bist du in einer komplett anderen Welt. Mit einer anderen Auffassungsgabe, weil nämlich, um Materie zu erzeugen, bist du total konzentriert. Mhm. Und dann ist auch das Wortempfinden alles weg. Ich sage immer wieder, wenn du einen Blinden hast, ich habe immer in Almena mein Stefan Fuß meine Geschichte erzählt, der hatte ein Mördergedächtnis, und ich sage mir, ich habe immer wieder gesagt, Stefan, ein tiefer Respekt, und ich habe ihm das dann erklärt, wenn du ein Computer bist, bei aufwendigen Videospielen, die Grafikkarte erfordert so viel Rechenkapazität, wenn ich keine Bilder aufbaue, muss ich so viel Rechenkapazität für wesentliche Sachen über. Weil er keine Bilder aufbaut, hat er eine extrem höhere Rechenkapazität für andere Sachen. Und jetzt pass auf, ich habe wieder so schönen Gedanken, ich mache die Augen auf und will mir das Stichwort aufschreiben. Und in dem Moment ist mir bewusst worden, dass ich komplett anderes Zeit, eine Denkgeschwindigkeit habe, wenn ich die Augen aufmache. Weil das, was ich hier als ein Stichwort empfunden habe, wie ich die Augen aufgemacht habe, ist jetzt im Übergang, merke ich, das ist eigentlich eine Geschichte, ich sage, wo du mindestens 200 Seiten dazu brauchst. Und ich mache die Augen auf, und es ist mir vorkommen wie ein schöner Satz, ein Reim. Und wie ich jetzt die Augen aufmache und ich will das Stichwort, die Eselsbrücke aufschreiben, was für eine Eselsbrücke nehme ich bei einer 200-Seiten-Geschichte? Und darum war das immer weg. Ja. Das habe ich nur in dem Übergang habe ich gemerkt, dass ich oberflächlich betrachtet immer gemeint habe, ich bin im selben Zeitakt. Und das war dann bei mir nach meiner Transformation in der Übergangsphase, wenn die kurz im Laden angerufen haben, die, wo mich da kennengelernt habe. Ich habe manchmal eine halbe Stunde gebraucht, um mein Denken so abzubesetzen, wie wenn ich ganz diszipliniert. So sind die Menschen um mich rum, und dann war ich, und dass ich verstanden, ich muss mich so runterbremsen im Denken, um auf dieser Ebene, mittlerweile habe ich kein Problem damit, das merkst du, aber das ist, am Anfang war das ganz, ganz schlimm, das ist so, das zerreißt dich fast, weil alles so langsam um dich rum ist. Ja, die Auffassungsgabe. Hat, jetzt manchmal Leute, die sprechen so langsam, und da könnte ich irgendwie... Es ist natürlich auch in der Auffassungsgabe. Und auch das ist ein Training von Geduld. Ich sage, mit Liebe kannst du das alles heilen, aber wichtig ist, dass hier immer wieder das Zeitgefühl, und das war ja auch jetzt die Geschichte, mein Spatz, meine Marion, du schnackst so laut, dass immer wieder auch auf der höheren Ebene, dass wenn ich nicht an der Marion denke, ist keine Marion da, denke ich nicht an Udo, ist kein Udo da, es sind zwei, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen Traum. Und plötzlich, in dem, wo sie die verklinken,
sind es zwei Perspektiven. Mhm. Und ich habe früher, wird jetzt jeder sagen, du spinnst doch, ich bin doch hellwach, ich habe doch nicht geschnackt. Und das heißt, ich spinne doch nicht. Man kennt es. Vielleicht, wenn man verheiratet, wenn man Ehepaar ist. Aber das ist auch die Sinnlosigkeit. Als bewusster Geist ist mir das klar. Mit Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und wenn sie wach werden, und das ist aber die höhere Ebene, das ist, der eine sagt, das ist so, und der andere sagt, das ist so. Mhm. Und du siehst dann, dass beide ein bisschen recht haben, aber die Wirklichkeit noch mal eins drüber ist. Mhm. Und das ist dann immer wieder, wo ich dann schmunzeln muss, wenn das jetzt passiert, weil ich nämlich wirklich hellwach bin, so wie wenn ich jetzt da sitze und einfach nichts sage. Mhm. Und plötzlich würdest du jetzt sagen, hey Udo, du schnackst, ich kann überhaupt nicht richtig, was du dieses, spinnst du, ich bin doch total wach, ich mach doch keinen Mucks. Mhm. Dass du merkst, die klassische einseitige Welt da außen, mit der du nichts zu tun hast, die geht immer mehr den Bach runter. Ja. Es ist nur dieses Nicht-Loslassen-Können hat es am Leben erhalten. Ja. Naja, lasst euch überraschen. Ja. Jetzt trink mal den Uso. Oh. Oh, mir wird es jetzt irgendwie zu kühl. Ja. Das ist, ist das eine Veränderung von wie soll ich sagen, von einem Augenblick, kann man sagen, oder ist es eine... Alles, was passiert, passiert jetzt. Und wenn du oft genug die Beispiele durchdenkst, mit dem Buch zum Beispiel, wie Zeit entsteht, immer die nächsthöhere Ebene, ich nenne es einmal Dimension, ist immer schlecht, die materiellen Worte drücken das nicht aus, und mach einfach, die nächsthöhere Ebene ist ein Chat. Und egal, sobald du einen Chat hast, selektierst du dich, fokussierst du dich in dieses Chat rein. Denk an deine Wohnung, es ist nur ein Gedanke. Und jetzt schau mal, wie viele Sachen du anfokussieren kannst. Du kannst jetzt ein Zimmer selektieren in deiner Wohnung. Sobald du das Zimmer denkst, ist es ein kleines Fragment aus deiner Wohnung, aber immer noch ein Chat. In dem Zimmer sagst du jetzt, du schaust auf den Tisch, da steht eine Tasche. Das ist immer noch ein Chat. Ist immer noch, weil selbst du hast noch nie eine Tasse gesehen, weil das, was du siehst, ist nur eine Perspektive. Ein Körper, eine Person jetzt. Du hast noch nie einen ganzen Körper gesehen. Entweder schaust du das Gesicht an, den Arsch aus, du schaust auf die Beine, du schaust dahin. Wenn du was anfokussierst, zumindest vorne hinten, ist immer die Kehrseite, ist in dem Moment nicht da, die du dir natürlich dazu denkst. Aber das Ganze kannst du, du weißt, was es ist, so wie du weißt, was Wetter ist, aber du kannst es nicht anschauen. Mhm. Wenn du was siehst, ist aus dem Chat, pass auf, Beispiele auch immer wieder, wo ich sage, das verschmilzt, du kannst dir dem Wasser reinlangen. Sag das zu einem normalen Menschen. Nee, das geht und da mache ich mit Reis. Ja, denk dir, Wassermoleküle sind Reiskörner. Mhm. Und jetzt pass auf, wir machen Wasser, besteht ja angeblich aus Wassermolekülen, die wir uns jetzt ausdenken. Und du denkst jetzt, wir denken uns die Moleküle wie Reiskörner. Mhm. Jetzt stelle ich das Wasser vor dich hin, die Reiskörner, und jetzt auch lang in das Wasser rein. Mhm. Und wenn du reinlangst, dann müsstest du in das Reis. Es umhüllt dich immer. Du kannst da nicht in das Innere eines Apfels sehen. Das ist, du kannst weil wenn du den aufklappst, ist wieder Oberfläche. Ja, ist immer Oberfläche. Das, wo du sagst, das war doch innen und außen, das wird komplett anders wie ein dreidimensionaler Mensch, denkender Mensch sich das vorstellt. Es gibt nur Flächen. Diese zwei Quadratflächen, Cyberspace-Brille, 3D-Brille, wo man sagt, hier ein Fernsehmonitor, hier ein Fernsehmonitor, und der Unterschied der zwei Bilder macht in dir das, was du glaubst, was außen ist. Wollen wir in Dinkelsbühl? Habt ihr angeschaut, was ist freilich. 3D? Ja. Was habt ihr angeschaut? Alles, das ganze Museum. Das 3D-Museum? Ja. Ist ja, schön, die kleinen Hologramme. Ja. Einen Strafzettel gekriegt. Einen Strafzettel haben wir noch gekriegt. Weil wir eben das Stadt von Dingelsbühl hier ist das... Das Parkverbot, da steht gleich einmal da. Irgendwo und das geht für, das ganze, für die ganze Innenstadt. Ich habe halt gestern Morgen auch Zeit, mir wurden auch geblitzt hier. 35 Euro. Wobei ich immer so lang, gerade ich, wo ich so langsam fahre. Weil er ist schuld, weil ich was erklärt habe und nicht aufpasst habe. Wobei ich dann immer wieder sage, in der Früh, wenn du Sonntag früh um 8 Uhr fährst und dann nieselst leicht und keine alte Sau auf der Straße ist, und dann ist auf der Bundesstraße, kannst du bis kannst du mal ein paar und da kann man sich als Gott denken, dass da kein Film drin ist oder der Film voll ist, oder? So, wo was? Kann man sich durch das denken? Nein, gar nicht, die haben mich auch, ich habe den Blitz ja gar nicht, ich bin ja mal gesehen, dass ich blitzbar bin.
Wenn man nicht einmal einen Blitzer gesehen, gell? So weg waren wir. Nein, das ist schon weg. Aber das ist auch mit 3D, dass er auch immer wieder die vier, wenn der, was die Sachen anschaut, es ist immer die Physik, alles, jedes Fachgebiet strömt letztendlich, sind Facetten von Holofeeling. Wie gesagt, da gibt es keinen Widerspruch, auch kein wichtig und weniger wichtig. Ja. Das ist wie die Diskussion, was ist wichtig und weniger wichtig an deinem Körper? Was ist wichtiger, die Augen oder die Ohren? Das Sehen oder das Hören? Es ist so anders, dass es eigentlich beides. So ist es, ja. So, jetzt, was ist los? Gehen wir ins Bett. Also, mir ist es kalt. Ja, wird nur kalt. Mir ist so kalt.